Und herzlich willkommen zurück. Erstmal mache ich hier die Kacke auf dem Weg. Frage ist nur wie. Da wurde aber schon eingebrockt hier. Gut, das war auch sehr intelligent. Lalalala. Ah, aha. Aua. Das hat wehgetan. Oh, meine Eier brennen. Lalilu, lalilum, lalam. So, wie wo? Da. Jetzt habe ich auch da. Nee, hier ist sie, genau hier. Hier ist der Mittelsteig, Steg, Weg. Wir machen also erstmal hier die Flächen frei. Ich wünsche, haben wir irgendwie ein Schwert dabei? Können wir uns eins bauen? Einfach mal so. Ich habe noch Holz. Fusiert ein Holzschwert auch? Gib mal kurz zweimal Holz. Brapp. Aber mit Schwertern bekommt man Gras relativ schnell abgebaut. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das daran liegt, dass ich gute Schwerter habe oder. Ja, nee, dort. Ah, nee, mit Kopfschwertern dauert es genauso lange. Mal vorbei. Ja, nee, dort ist genauso schnell. Gut. Da liegt es doch daran, dass ich immer so gute Schwerter habe. Naja. Ich meine, die Frage ist, ob wir den Boden nicht sowieso abtragen. Nee, erstmal nicht. Weil ich weiß noch nicht, ob und wenn ja, wie wir hier einen Keller etablieren wollen. In diesem Etablissement. Also machen wir erstmal hier, lassen wir erstmal hier die Grasfläche in der Mitte und dann so, so sieht es gut aus. Na gut, das Ding ist auch weg. So, haben wir schon mal die erste Fläche fast frei. Gut, dann das Schwert können wir mal direkt wegwerfen. Das war komplett für den Arsch. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich hätte auch gerne, dass meine Haustür Teil dieses Bogens hier ist. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Erstmal bauen wir einen ganz normalen Bogen, der komplett einmal rumgeht und dann gucken wir mal weiter. Es gibt nichts Entspannenderes als Gräser abbauen. Tomaten. Ich dachte immer, die gehören auf die Augen. Verstehe ich nicht. So. Jetzt natürlich die Frage, was wir hier mit dem Ding da machen. Ich meine, es ist jetzt gerade so ein bisschen außerhalb des Hauses. Ich würde das Ding also erstmal einfach komplett ignorieren. Es wird dann höchstens dann interessant, wenn wir wirklich einen Keller reinziehen wollen. Dann, ja. Ist dann die Frage, wie das denn damit interagiert. So, dann haben wir schon mal die beiden Flächen frei. Ist ja geil. So, jetzt mal gucken. Ich würde tatsächlich hier einfach mal blank ziehen. So, geht's dann hier weiter? Hier genauso. Aber die Frage ist, ich würde mit dem Torbogen tatsächlich hier oben anfangen. Ne, so dass
das Ding hier quasi, ne, also hier mit der Schräge beginnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie breit wird der Torbogen dann überhaupt werden. Ich würde ihn wirklich von hier aus in Kante hier. Das ist halt die Frage, machen wir den bis hier oder bis hier? Optisch gesehen hat beides Vor- und Nachteile. Eigentlich müssen wir den schon bis hier machen, ne? Ja, okay, komm, machen wir es dann. Das heißt, wir haben eine Breite von 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Das ist schon ganz schön heftig. So, wollen wir erstmal hier, halt, stopp, jetzt rede ich. Bam, 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 alles weg, alles weg. Dieser ganze Scheiß. So, er kann auch erstmal weg. Das kann auch erstmal weg. Wir brauchen erstmal komplett den gesamten unverfügbaren Platz für die ganzen Schrägen, die wir gleich bauen werden. Das wird schon die Hölle auf Erden werden. Oh, habt ihr sogar. So, das heißt, her damit. Her damit, her damit, her damit. So, wir haben eine Breite von und eine Höhe von. So, das heißt, eine Breite von 11. Wir brauchen. Genau, wir brauchen jede Schräge viermal. Das heißt, wir brauchen jede Schräge 45 Mal, weil ja 11 mal 4. Das ist ja überschaubar. Easy. Set. So, das heißt, wir brauchen 44 mal die hier. Nein, die brauchen wir nur 22 mal. Aha. Ausgeätscht. Aber wir brauchen die anderen. Warum wir die gerade sind? Ach da. Die brauchen wir 44. Die brauchen wir 44. Und die brauchen wir 22 mal. Easy. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die Dinger am dümmsten ranklatschen. Also ich würde mal sagen, die hier erstmal weg. So und so und du kannst auch weg, da kommst du denn hin? So. Bam. Hat der gut funktioniert? Bam. Brauchen wir also den Schraubendreher wieder. Weil es mit links klickt, ne? Okay, das ist geil. So, das gleiche hier. Bam. Oh ne, das war jetzt. Bam. So, da müssen wir jetzt dreimal klicken, ne? Ah ne, auch nur einmal. Wow, um das. Okay, cool. So, da kommt jetzt rauf. Wir brauchen eine Holzkonstruktion. Eine Dirtkonstruktion. Oh, die ist ein bisschen gewachsen. Haben wir eine Axt dabei? Ja, aber gut. Wir brauchen also zuallererst mal das Replacement-Tool, ganz klarer Fall. Und wir brauchen, die Fackel brauchen wir gerade nicht. Und wir brauchen Dirt. Easy. So. Mit dem Dirt kann ich jetzt nämlich dort die Dancing machen. So, zwei. Nee. Warte gut. Da kommt jetzt eine Schräge ran. Das heißt, hier kommt direkt der nächste ran. Das wiederum heißt, du kannst weg und du kannst auch weg. Cool, habe ich eine schöne Treppe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommt erstmal das Ding ran. Perfekt. Also vielleicht muss ich hier auch noch machen. Ja. Da. So. Das muss jetzt noch eins hoch und damit ist jetzt noch zwei ran. So war das, genau. So. Komm nicht ran. Verdammt. Aua. So, eins hoch und jetzt noch zwei ran.
So, und da drüber kommen dann quasi schon direkt hier unsere komischen Blöcke. Die Frage ist, machen wir jetzt hier direkt einmal schon den nächsten Holzbogen? Ich meine, hat er schon eine Höhe von 5? Ich würde aber schon gerne, dass da oben noch mal so ein bisschen weiß ist. Ja, doch, also. So auf jeden Fall besser. So, kannst du eigentlich wieder weg? Voilà. Genau. So, jetzt kommst, also du kommst daran. Und da oben kommst jetzt du dran. Und dann du dran. Wait, what? Hä? Oh, der da oben ist doch falsch. Oh, okay, gut, das, ja, well, that's fucked up. Tada! Gut, das ist natürlich. Warum ist das so? Warum sagt mir keiner Bescheid? Hä? Hier Schlawunel. So, hier muss ich durchgezogen werden. So nämlich. Ja, das ist doch mal Torbogen. Geil. Gefreut mir. Der ist voll in Ordnung. Der sieht super gut aus. Da könnt ihr mir sagen, was er wollt, verstehe ich eh nicht. Ich spreche kein Deutsch. So. Und das hier müssen wir jetzt hier bloß noch 10 Blöcke lang ziehen. Oh Gott, jetzt schon keinen Bock mehr. Vor allem, das ist alles so hoch. So hoch bauen ist jetzt schon anstrengend. Nee. Gut, ich mach's mal. Ich mach mal. Ich versuche mal, ob ich von. Nee, wir müssen erstmal nochmal rauf. Ich muss erstmal eine blanke Wand ziehen. So, wir müssen hier erstmal komplett langziehen. Sonst wird das hier gar nichts. Eine schöne Decke reinzimmern und dann passt das schon. So, noch ein Block. So, perfekt. Ich habe wahrscheinlich gar nicht genug Sandstein dabei. Wobei doch, ja, ich habe ja mehrere Stacks dabei. Never mind. So, bam, bam, bap, und der nächste Stack. Komme ich da ran? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wird schon wieder dunkel hier. Ah, Flut ist scheiße. Wir sollten uns mal Bett mitnehmen, ne? So, Decke schon mal drin. Jetzt müssen wir hier gut alles gegenbauen können. Mit ein bisschen Springarbeit. Warum nicht so hoch auf einmal? Oh, was hier passiert? Achso. Oh, aber. Verdammt. Und der gleiche Scheiß ist noch auf der Seite. Wenn wir mal vorher nach Hause gehen sollten. Dunkel in Berlin.
Das war super. Intelligent. Was? Halt, das ist schon dunkel. I hate my life. Tür zu. Aha. Ah, das war ein gutes Nickerchen. So. So. Tada. Ja, cool. Wir spawnen sogar genau unter dem Dingster-Buster. Das hier ist sehr intelligent. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Da. Da. Oh, Ende. Da und da. Bam, bam, oh, bam, 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 bam. Ja, ich weiß, vielleicht brauchen wir hier die Blöcke bräuchte wahrscheinlich gar nicht setzen. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Sandstein. Ich kacke jetzt drauf, was effizient ist. Weil ich mir das ganze Gebäude eh noch nicht so wirklich vorstellen kann und dementsprechend. Da ich mir es noch nicht räumlich vorstellen kann, auch nicht weiß, was man genau später alles sehen wird und was nicht. Und dementsprechend baue ich erstmal komplett massiv. Auch wenn es wahrscheinlich Verschwendung ist, ist mir völlig egal. Wenn ich versuche, bauen, ne? Und was machen Sie den ganzen Tag? Ja, das ist hier. Übrigens, um sich diese Arbeit hier zu erleichtern, könnte man sich doch einfach vorstellen, man übt gerade noch eine andere Tätigkeit nebenbei aus mit einer unter einem sich befindlichen anderen KollegInnen. Ist quasi Teamwork. Aha. Das geht einfacher. Da musste man die Kollegin leider wieder entlassen. Wird nicht mehr gebraucht. Die wurde eh nur noch Stundensatz bezahlt. Ich bin nur bei der Mine. So. Achso, die Schrägen, die müssen wir jetzt natürlich. Ach komm, dann mach ich einfach hier mit dem Replacement Tool. Achso, hab ich ja schon in der Hand. So. Das geht so einfacher. Und du. Jawohl. Oh, das war ja. Das war ja wieder. Königsklasse. So. Also ich glaube, ich hab den Bogen raus. Das sieht doch gut aus. Tada! Nice. Gut, vielleicht sollten wir dann hier in der Mitte noch so eine, na hier diese Meselampenplatten ranklatschen, damit sie noch ein bisschen heller drunter wird. Aber so vom Großen und Ganzen, Baustil technisch gesehen, bumm, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt gucke ich mal noch mal ganz kurz, also wir brauchen hier noch mehr, by the way. Bumm. Ich mach mal hier nicht alle, sondern, so, dann müssen wir jetzt genau 40 rausbekommen, oder? Achso, ist ja hier noch auf. Ja, genau, können wir genau 40 raus. Perfekt. Bam. So, und zwar würde ich jetzt gerne mal gucken. Haben wir es da auch nach unten? Ja, nur das auch nach unten jeweils. Okay. Dann machen wir das hier, also dass der Strich hier unten ist und nicht da oben. So. Und jetzt. Du nach da und so. Nein, verdammt, I hate you. Ich würde es hier aber erstmal lassen, weil ich noch nicht genau weiß, was ich hier später draus mache. Und wenn ich hier wirklich eine Grünanlage einfach lasse, so links und rechts, dann würde der auch mit dazugehören. Deswegen würde ich den auch erstmal nicht wegmachen. Ja.
So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch so echt nicht schlecht aus. Was ich jetzt gerne noch machen würde, wie gesagt, wäre, und das ist jetzt eine Überlegung, 1, 2, 3, dass ich hier quasi das so wegnehme. Ich brauche mehr Holz. Boink. Na, war ja klar. Aber klar. Danke. Die Dinger quasi hier so abstütze. Bumm und bumm. Und da quasi hier so die Haustür reingeht. Ne? Das ist hier denn. Ja, muss ich mal gucken, ob ich denn hier eine Treppe reinmache. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier raus eine Treppe mache, habe ich gleich wieder zigtausend Treppen über. Das ist natürlich auch nicht so. Aber ich meine, letztendlich führt wahrscheinlich nichts dran vorbei. Ich bräuchte auch zwei Treppen, weil ich muss ja zwei Etagen. Also ich muss ja. Na, auf der Ebene ist dann ja der Zwischenboden. Das heißt, hier muss auf der Ebene muss auch noch eine Treppe rein, Ruffraff. Das könnte ich sogar. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich mal überlegen. Oh mein Gott. Let's go. Und zwar mache ich die jetzt mal hier so hin. Nein. Boah, das ist ja. Oh, das ist gerade ein Tier verreckt. Ja. So. Und jetzt würde ich aber. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier einfach nur so Slabs hin mache oder ob ich jetzt das. Nein, nee, so sieht es hässlich aus. Nee, das nicht. Oder ob ich jetzt hier diese komischen Eckdinger hin mache. Also quasi. Achso, die kann ich ja craften, ne? Wie heißt die denn jetzt eigentlich? Ziegelblock. Wo kommt das O her? Ob ich da jetzt denn quasi. Genau, nein, sowas hin mache. Ah, geht doch. Oh, auch so geht's auch. Dann nehmen wir doch das hier. Bam, bam. Easy. Und aus dem können wir jetzt bestimmt. Na ja gut, bleibt einer übrig, drauf geschissen. Entschuldigung. So. Und jetzt haben wir nämlich. Oh. Hä, haben wir immer noch einen? Hä? Was habe ich gerade weggeschmissen? Was zur Hölle habe ich gerade weggeschmissen? Wenn es nicht dieser Würfel war. Leute, jetzt macht mich hier nicht kirre, sonst. Ja, so sieht es viel besser aus. Das. Ja, so ist in Ordnung. So ist gut. Oh gut, der muss auch noch weg. Ne, und der kommt quasi hier auf die Ebene hier. Der muss ja natürlich gucken, wie ich das denn designtechnisch mache. Denn es wäre dann quasi hier so Mauer. Und auf der Kante kommt ja quasi die Tür hin. So kann man es doch machen, oder? Das ist doch gut. Ja. Doch, so kann man das machen. Ja, vielleicht ein bisschen eng hier. Doch, das geht schon. Warte mal kurz. Ich muss immer ja. Warte mal kurz. Screen. So.
Was habe ich da jetzt gerade weggeschmissen? Ach, ich habe die Slabs weggeworfen. Ah, nee, hab ich doch. Okay, war gut. Achso, ich hatte zwei über. Ah, okay, ich habe also doch beide Male das Richtige weggeworfen. Ah, okay, ich hatte davon nur zwei über. Gut Glück gehabt. Ja, ich dachte schon, ich habe jetzt hier offenweise Scheiße verschwendet. Gut. Das heißt, dann haben wir hier schon mal den Aufgang. Die Frage ist, aus welchem Material, aus was machen wir die Tür? Door. Eine Glastür erstmal, direkt. Nee, ich hätte eher gerne entweder sowas, also wirklich etwas Modernes, weil es wird halt ein modernes Haus, ne? Es wird zwar ein modernes Haus im klassischen Stil, klar, aber es wird trotzdem ein modernes Haus. Von daher würde ich da schon eine von den beiden Türen, aber hier weiß, ist noch mehr weiß. Ich glaube, ich gehe wirklich eher mit dieser Tür hier. Das ist mir zu viel Glas. Und alles andere sieht einfach scheiße aus. Nö, dann gehen wir mit der Tür. Das ist doch ein Abgang. Gut, jetzt haben wir überhaupt kein Glas hier. Das heißt, da müssen wir noch mal ganz kurz nach Hause gehen. Oh, da sind so viele Bäume. Geil. Ich komme mal kurz nach Hause. Und vielleicht haben wir jetzt sogar schon so eine Tür. Nö. Sehr schade. Gut. Brauchen wir ein spezielles Holz für? Nö. Dann nehmen wir einfach mal die hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Glas haben wir, glaube ich, keins mehr, ne? Ne. Glas haben wir keins mehr. Gut, dann müssen wir da erstmal zweimal Zuckersand. Wait, what? Muss ich mal überlegen. Hey, ja, eben, siehst du? Man braucht für manche Sachen doch das Rohstoff, das Rohmaterial. Ah, guck mal, einer, guck. Ja. Und schon beißt es sich uns in den Schwanz, dass wir gar keinen Rohstoff davon mehr haben. Aber unsere Maschine läuft ja. Vielleicht können wir hieraus etwas stibitzen. Oder hieraus. Aha. Ja. Geschafft. Mit der Kraft der Liebe. Oder so ähnlich. So, zweimal Zuckersand. Sogar. Lalalala. So, ab in den Brenner damit. Das geht so schnell, Alter. Holy shit. So und so und alles. Danke. Let's go. Jetzt bin ich natürlich nur mal gefragt, wie die Tür aussieht, weil wir bauen ja jetzt die Tür quasi falsch rum an. Wir bauen ja so rum an. Bin mal gespannt, wie die Tür von außen aussieht. Warte mal kurz, kann man hier Erde. So, danke. Also von innen sieht es schon mal gut aus. Ah, okay, von außen sieht es genauso aus. Okay, sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist doch geil. Man könnte jetzt sogar. Nee, geht nicht. Ich wollte gucken, ob man jetzt noch so eine Schräge hinbaut. Aber ich glaube nicht, dass es eine Schräge gibt, die sowohl von der Seite als auch von der Seite so schräg ist. Ich meine, ich kann ja mal gucken, aber. Na du, das glaube ich nicht. Kannst du mal schön kacken, gell? Ne. Wir. Ne. Nee, leider nicht. No chance at all. Dann bleibt es erstmal so. Ja, ist ja, ich meine, so sieht es ja auch gut aus. Könnte man hierzu gar noch so eine Meterlampe drunter klatschen. Auch wieder so ein flaches Ding. Ne, dass man hier noch ein bisschen Treppenbeleuchtung hat oder sowas. Könnte man also auch stilisch noch, ne, benutzen, diese glatte Kante da. Vor allem kann man halt hier ganz viele Meterlampen drunter klatschen.
Also, ja, man kann ja schon schöne Sachen draus bauen und man hat ja halt genug Weg später, genug Platz für den Weg. Also, echt geil. Alter, das Haus wird noch so viel Arbeit kosten. Eieieiei, das ist ja. Ja, aber das ist eine Aufgabe für die Zukunft, Ronny, weil ja, das war jetzt für die Session die letzte Folge. Und das wird auch erstmal eine Weile lang die letzte Folge bleiben, weil jetzt ist definitiv erstmal. Lol. Erstmal wieder ETS2 und ATS dran. Also, ja. Genau, von daher. Soll es das erstmal gewesen sein und dann sehen wir uns in ein paar Wochen dann irgendwann mal wieder. Bis dann.